Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg durch irgendwelchen Müll und Gerümpel. So, hier scheint der Weg versperrt. Und zwar brauchen wir hier jetzt die Batterien. Vielleicht, wenn ich die Batterie anlege, könnte der Propeller funktionieren. Frag mich, wer das alles so gebaut hat, damit man da oben noch raufkommt. Ich denke, ich muss dem Lionfest jetzt einfach glauben. Batterie funktioniert. Tatsache. Ja, jetzt müssen wir ihm kurz zuschauen, wie er sich dreht. Und dann bleibt er hoffentlich an der richtigen Stelle stehen. So wie es aussieht. Ja. Gut. So, das ist eigentlich der einzige Effekt für die Batterien. Das heißt, wir können hier weiter rauf. Monsterkämpfe oder so gibt es hier momentan gerade nicht. Und es laggt gerade ein bisschen. So, nächste Batterie ist hier. Banks. Oh, jetzt kommt eine Haarstelle von mir. Naja. Wird schon klappen. Sieht aus, als wäre es die einzige Möglichkeit, die da auf die Stange zu springen. Ich müsste es schaffen, wenn ich losspringe, bevor sie zu nahe herankommt. Aber vorher klettern wir kurz nach da oben. Denn hier gibt es auch noch einen Batteriekasten. Brauche ich hier auch eine Batterie? Tschung. Sehr schön, ETH halten. Ja, für das braucht man die letzte Batterie. Also bevor man herunterspringt, sollte man da nach oben drauf klaraxeln. So. Bevor es zu nah herankommt, muss ich springen. Und jetzt spring! Warum springt er nicht? Hallo, du sollst springen. Ja, hallo. Ja, ich weiß. Okay, das war zu spät. Das war zu spät. Ja, ich weiß. Spring! Hallo! Jetzt springt er wieder nicht! Ich hasse das! Dann stehe ich wahrscheinlich wieder 10 Minuten hier und er springt nicht. Das war zu spät. Weißt du, wenn ich will, dass er springt, dann springt er nicht. Wenn ich nicht will, dass er springt, dann springt er. Zuh. Versteh einer denn der Ernie. Ja, erzähl nicht immer die Scheiße. Das kenne ich ja schon. Du sollst einfach nur hier springen. Oh, wieso springt er? Ah! Oh. Ja, toll. Warum springst du nicht, wenn ich es von dir verlange? Oh, das ist so ein Käse. Ich halt's nicht aus. Ja, erzähl doch keine Scheiße. Du sollst einfach nur hier springen. Hallo. Oh, das ist... So, springt er von hier weg? Ja, von hier springt er weg. Warum denn nicht? Von da, wo ich es will. Ist ja scheißegal, ob er ein paar Pixel weiter oben springt oder weniger. Ja, erzähl's noch 3000 Mal. Wow, das war knapp.
Aber jetzt haben wir es wenigstens geschafft und ich brauche mich nicht mehr aufregen. Und das Springen natürlich hat sich einfach nur fallen lassen. So, dann kratzen wir hier hoch. So, an diesem Seil weiter und hinauf. Den Ether haben wir auch mitgenommen. Sehr schön. So, und wir kraxeln immer den Müllberg weiter nach oben. So. Oh. Ein Flugzeug. Das Shinra-Hauptgebäude. Es wird Zeit abzurechnen. Hey, solltest dich in diesem Gebäude auskennen? Ich weiß nicht. Da fällt mir ein. Das ist das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin. Ich hab schon davon gehört. Die Stockwerke über dem 60. sind besondere Stockwerke. Und selbst Angestellte können nicht einfach da hoch. Dort haben sie vermutlich alles hingebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt ziemlich locker. Okay, lass uns gehen. Hey, warte einen Moment. Du willst doch nicht einfach direkt durch den Haupteingang gehen. Was denn sonst? Ich werde Shigar zeigen, was sie ist, was Sache ist und dann. So geht das nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da gibt's keinen anderen Weg. Wenn wir weiter so unsere Zeit vergeuden, würde er es. Das weiß ich. Aber wenn sie uns hier erwischen? Hey Bernie, was sollen wir tun? Lass uns einfach reinstürmen? Wir sollten uns reinschleichen. Tja, es gibt zwei Möglichkeiten. Lass uns einfach reinstürmen wählen, dann haben wir ein paar Kämpfe, ist gutes Training. Und wenn wir wählen, wir sollten uns reinschleichen, dann gehen wir hinten rum und dann müssen wir ländig lange Treppen hochsteigen und am Ende finden wir ein Elixier. Also ich finde, das bringt eigentlich nicht relativ viel. Das heißt, lasst uns einfach reinstürmen. So ist es besser. Komm, lass uns gehen. Gut. Ja, da hinten könnten wir jetzt reingehen, aber das ist so ein ländig langer Weg, wo wir rundherum immer rennen. Das speichere ich vorher hier noch kurz ab. Als wenn wir vorher gleich reinstürmen und ja, ich will speichern. Ah, jetzt leckt es noch beim Speichern. So, außerdem hat Bernie das Limit von all dem. Gut. Im Prinzip war es ganz egal, was wir wählen. Wir können das zumindest noch aussuchen. Also gut. Entschuldige. Aber wenn du einen kleinen Termin hast, musst du. Wir brauchen keine Kamine. Ja, wir brauchen keine Kamine. Ja, ja. Wir brauchen keine Termine. Das ist ein Notfall. Alle, die nicht ihre Fresse poliert haben möchten, machen sich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Ja! Und verhalten Sie sich! Da, gab's das Avalanche! Ich denke, ergreif sie! Also gut. Ein kleiner Kampf. Ja, es leckt natürlich wieder, ist ja klar. So, wer hat jetzt gestohlen? Materia?
Na gut, machen wir jetzt mal Kreuzschlag. Die sehen nämlich jetzt genau wieder so aus wie die anderen Soldaten, gegen die wir schon gekämpft haben. Aber halten um einiges mehr aus. Na, warum muss es jetzt gerade wieder so laggen? So, mach ich jetzt stehlen. Konnte nicht stehlen. Aber die werde ich nämlich nachher dann später ein bisschen versuchen, was zu stehlen. Oh. Granate. Sehr schön. Gehen wir ganz nach oben. So, als erstes werden wir kurz mal Oh, Leute, ich glaube, ich werde kurz einen Schnitt machen und werde schauen, ob ich die Lag-Probleme wegkriege. Also, wir sehen uns dann. Bis gleich. So, ich glaube, jetzt hat sich hoffentlich beruhigt. Ja, es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ich werde das mit der ein bisschen stehlen. Und da die Attacken ja eh nichts für eine Bar viel ausmachen. Beruhigungsmittel. Okay. Ich dachte, es gibt hier mehr. Okay, dann sind es nicht die, die was das Spezielle haben. Dann haben die nur Beruhigungsmittel. Okay, gut. Ist gut zu wissen. Tiefer, Bams, Bams, tot. Ja, jetzt leckt's wieder, danke. So, wir sind ja hier gerade im Erdgeschoss. Und hier im Erdgeschoss gibt es Erdgeschoss-Lobby. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Erdgeschoss oder Lobby. Hier irgendwo gibt es noch das Schildkrötenparadies. So, hier gehen wir rein. Muss ich jetzt doch mal gucken. So, hallo. Willkommen. Heute haben wir etwas Besonderes im... Ich will kein Geld. Everest ist keine Räuberbande. Wir wollen uns nur zurückholen, was uns dein Boss, das alte Aas, geklaut hat. Ha, Avalanche! Wir tun dir nichts. Kann sogar sein, dass wir dir Geld geben, wenn du uns hilfst. Ja, gut, in Ordnung. Gut, dann. Okay, können wir ein bisschen was kaufen. Aber da wir eben noch wenig Geld haben, können wir nichts kaufen. Danke und hoffentlich bist du bald vergessen, was ich gesagt habe. So, die Kisten da hinten können wir leider noch nicht öffnen. Du hast all diese Sachen aufgemacht, ohne zu fragen. Und... Hey, warte! So, ich muss jetzt kurz mal überlegen. Das Schildkrötenparadies ist hier. Ja, hier im Fernseher könnten wir uns irgendwas ansehen. Das werden wir aber links nicht machen. Gut, das heißt, das Schildkrötenparadies ist das unten. Muss da jetzt überlegen. Ja, bitte hör auf zu laggen. Wo ist der Zettel mit dem Schildkrötenparadies? Ah, da hängt er. Sehen schon. Ich habe ihn gesehen. Ja gut, den Kampf werde ich kurz rausschneiden. Ja Leute, ich zeige euch jetzt kurz schnell das Limit von Tifa. Das zweite. Oh scheiße, das habe ich Mist gemacht. Genau rechtzeitig. Ja.
Mist darf ich natürlich nicht machen. Ist ja klar. Oh, es tut mir so leid, das scheiß Lag. Ich brauche jetzt bald wirklich einen neuen PC. Sonst werde ich hier noch durchdrehen. So, hier müsste das Schildkrötenparadies hängen. Nein, nicht. Ich habe gedacht, hier hängt das Schildkrötenparadies. Wo ist das Schildkrötenparadies? Sie sind im Erdgeschoss. Erster Stock. Lobby. Was ist da hinten? Ah, da hinten an der Wand. Ja, ich weiß schon wieder. Da an der Wand hängt's. Shinring, das Motto der Woche. Die Zukunft von Shinra ist die Zukunft der Welt. Makroenergie für eine hellere Welt. Schildkrötenparadies Nummer 2. Wieder neigt sich ein harter Tag dem Ende zu. Was kann es jetzt Schöneres geben, als sich in aller Ruhe ein kühles Bier schmecken zu lassen? Wo im Schildkrötenparadies? Einfach mal vorbeischauen, am besten noch heute. So, das heißt, wir haben jetzt das zweite auch schon gelesen. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten, das hier zu lesen. Einmal jetzt und einmal im späteren Spielverlauf. Gut. Stockwerk auswählen. Dann fahren wir mal nach oben. Was ist denn los? Ich wollte keinen Lärm schlagen, bevor wir alles gerettet haben. Aber es hätte mir klar sein müssen, dass das nicht möglich war. Was ist? Mir wird ganz anders. Es kommt also vor, dass selbst du für andere kämpfst. Ich bin beeindruckt. Wen interessiert das schon, was dich beeindruckt? Du weißt, ich kann mich da nicht so besonders gut ausdrücken, aber ich entschuldige mich für eine ganze Menge Sachen. Wow. Was? Wie bitte? Schau! Oh, da. Verdammt! Egal wo, Bernie. Halt einfach an. Okay. Ups. Stock 18. Ja, im schöneren Gebäude werden wir jetzt einige Stockwerke durchforsten. Und das sind eh wieder drei normale Gegner, glaube ich. Granatenkommando, genau. Ich könnte ruhig öfter ein bisschen mehr Barrett angreifen. Das wäre sehr nett, wenn der braucht nämlich auch das Limit. Und ich habe nämlich jetzt keinen Zauber. Eingestellt. Bombs, Bombs. Kommando C. Bekomme ich von C was anderes als von A? Nee, ich glaube nicht. Ich hasse das. Mein PC ist einfach schon viel zu langsam. So, das müssen wir jetzt noch zweimal machen. Egal wie lange ich warte, wer bleibt einfach irgendwo stehen. Stock 26. Ja, das werde ich kurz rausschneiden. Bis gleich. So. Das war nicht sonderlich schwierig. Dann halten wir noch einmal an gleich. 39. Ja, das schneide ich auch raus. So.
war nicht sonderlich schwierig. Wieder so A-Gegner. So, jetzt müssen wir aber dann gleich im 50. Stock sein normalerweise. Ja, genau. Und dann kommen wir in den 59. Stock. So, den Gegner lasse ich jetzt kurz. Den haben wir nämlich noch nicht gesehen. Hammerblaster. Und die arme Tiefe wird zugearbeitet. Ganz komischer Gegner. Der macht sich ab und zu mal kurz ein bisschen unsichtbar. Aber er ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Ah, oh, steckt schon wieder. Lokokraut. Oh, das ist das Chocobos. Glaube ich. So, Stock 59. Und wenn wir da jetzt draußen sind, dann werde ich kurz den Cut machen. Andersfalls wären wir hier hinten irgendwo rausgekommen. Ich weiß es nicht genau. Aber ja. So, da unten ist auch noch, sind auch noch zwei Gegner. Vernichtet die Eindringlinge! Ja, es bleibt zu viel. Ah, genau, bei diesem Typen hier, glaube ich, kann ich was stehlen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, das sind die Hauen nämlich schon ziemlich klein. Konnte nichts stehlen. Die haben nämlich so eine Art Doppelpanzer. So, schauen wir mal, ob ich stehlen kann. Beruhigungsmittel, okay, die haben auch eine Beruhigung. Ich dachte, die haben Kohlereif. Ich kann mich auch täuschen. Ja, danke, es leckt. Ja, jetzt werde ich mich da kurz mal heilen. Okay, ja, nur Beruhigungsmittel. Schade. So, du machst Kreuzschlag auf den anderen Typen hier. Oh, Barrett hat auch das Limit. Sehr schön. Also, wie ihr seht, die halten schon mächtig viel aus. Das Lang ist so verdammt. Scheiße, das mag ich nicht. Aber ja. Boah, das waren Feuergranate. Ja, jetzt haben wir die besiegt. Jetzt werde ich kurz einen Cut machen. So, jetzt bekommen wir gleich eine Karte. Was ist das? Schlüsselbergkuhkarte 60 erhalten. Das heißt, wir können jetzt endlich in den 60. Stock. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Also, bis dann, haut rein und ciao, ciao.